Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, heute die kommende Stunde mit uns zu verbringen. Ich freue mich sehr. Wohlstand, Technik, neue Familienmodelle, neue Rollenbilder. Vieles hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Jetzt gibt es Menschen, die gut damit leben können, die mit diesem rasanten Fortschritt gut umgehen können und andere wiederum, die sich da ein bisschen schwer tun und die mitunter auch sagen, also früher hätte es das nicht gegeben. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Eva ist wie eine Prinzessin aufgewachsen und macht sich heute für Kinderrechte stark. Pepes Kindheit war weniger glamourös, dafür sehr nachhaltig, worauf er sich gerne zurückbesinnt. Da kann Petra ihm nur beipflichten, die sich für den Erhalt und die Wiederbelebung alter Bräuche einsetzt. Fritz Kindheit war geprägt von großer Freiheit und Werte, die heute zunehmend in Vergessenheit geraten sind. Marianne hat als Englischlehrerin die ganze Welt bereist, immer im Dienste des christlichen Weltbildes. An Verreisen war in Hans Kindheit nicht zu denken. Er ist mit 15 Geschwistern in einer strohgedeckten Hütte aufgewachsen. Als homosexueller Christ hatte es Andreas nicht immer leicht. Heute darf er endlich so leben, wie er will. Im Studio begrüße ich weitere Gäste und unseren Experten, den klinischen und Gesundheitspsychologen Dr. Magister Martin Fehlinger, der uns verraten wird, warum viele Menschen noch immer dazu tendieren, die Vergangenheit zu verklären und welche großen Chancen die Zukunft mit sich bringt. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich würde gern so in der ersten Runde einmal ein bisschen über die Kindheit reden. Also wie war die Kindheit, was war toll, was war spannend, was war weniger schön. Ich mag aber gleich mit der Eva beginnen, weil ich schon anfangs gesagt habe, du bist wie eine Prinzessin groß geworden. Alles war ja nicht so toll, weil du deine Mutter doch früh verloren hattest. Genau, also meine Mama ist verstorben, da war ich 3. Und mich hat der Papa eben alleine großgezogen, natürlich mit Hilfe meiner Familie. Und mir hat es trotzdem an nichts gefehlt. Und ich blicke auf eine wunderschöne Kindheit zurück. Und ich denke immer gern an gewisse Situationen. Und auch wenn ich sehr früh einen sehr schweren Verlust, sage ich einmal, erleiden habe müssen, ist das aber nicht so dramatisch, weil ich einfach immer den Background und die Liebe bis heute meiner Familie habe. Und das hat mich so gestärkt, sage ich einmal, dass man das einfach ganz anders wegsteckt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, ja. Wir werden natürlich noch darüber reden, wo du heute die jungen Menschen ein bisschen kritisierst, wo du sagst, ein bisschen was gehört schon dazu auch. Das, was mitunter die Älteren vielleicht halt anders erlebt haben. Ich mag gleich zum Hans rüberspringen, weil dieses Glamouröse oder sagen wir Wohlbehütete, so wie nicht nur Eva, sondern viele, viele Kinder und, heute aufwachsen, das hattest du nicht. Obwohl du sagst, die Kindheit war trotzdem schön. Die Kindheit war sicherlich eine wunderschöne für mich. Es war natürlich auch mit Rückschlägen bedacht. Ich habe einen älteren Bruder verloren, mit 17 Jahren in St. Pölten heute. Musste er 1945 sein Leben lassen. Aber trotz alledem, wir sind eine große Familie geworden. Die Geschwister von mir, die 15, haben immer zusammengehalten. Meine Eltern hatten gesorgt für die Familie. Mein Vater war in einem schweren Beruf tätig, musste 1,5 Stunden in den Wald raufgehen zur Arbeit, abends wieder müde, die Arbeit wieder zu beenden, aber zu Fuß 1,5 Stunden wieder zurück ins Elternhaus, zu den Kindern. Also er war Alleinerhalter im Prinzip und die Mutter war eben bei den Kindern. Und ich habe jetzt anfangs gesagt, es war ein strohgedecktes Haus. Bedeutet das, dass das auch mitunter nicht ganz dicht war, dass es ja, auch das, reingeschneit da hat? Du, oder das reingeschneit. Kann man ruhig so sagen. Bei uns, wenn es stark geregnet hat und der Winter zu Ende ging, kann man sich vorstellen, dass das Strohdach mit so 10, 15 cm oder 20 cm Dicke das eine oder andere Loch wieder gezeigt hat. Im Frühjahr oder im Sommer, wenn starke Gewitter drüber zogen. Und da wurden halt, auf Deutsch gesagt, Lavor drunter gestellt oder ein größeres Häfen, wo man das Wasser dann aufgefangen hat. Und wenn der Dachdecker dann Zeit hatte, im Sommer oder im Herbst, dann wurde es wieder neu eingedeckt, damit man wieder überhaupt in der
Suppe kein Wassertropfen drin. Das kennt man, Petra, ein bisschen so von der Heidi, gell? Vom Zeichentrickfilm, ne? Ja, und Brunnen, Taubenbrunzer, sagt man es auch dazu. Also im Volkskundlichen, also der Heilige Geist, der das eigentlich alles abgedeckt hat. Wie ist denn deine Kindheit gewesen? Ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Muss ich wirklich sagen, ich bin keine Kriegsgeneration. Ich bin in der aufkommenden Wohlstandsgeneration aufgewachsen. Es war eigentlich schön. Man verklärt aber vieles. Und das habe ich einfach im Rahmen meiner Profession als Kulturhistorikerin einfach auch mitgekriegt. Im Nachhinein wird alles schöner gemacht. Es wird harmonisiert irgendwie. Man hat so einen rosa Schleier drüber. Und ich bin eine absolute Gegnerin von der Tatsache, früher war alles besser. Und die jungen Leute haben es halt nicht leichter. Sie haben zwar Handys, die wir damals nicht gehabt haben, aber sie haben andere Probleme. Also das verlagert sich einfach. Die gute alte Zeit hat es nie gegeben. Obwohl man so gern darüber spricht, ne, über die gute alte Zeit. Aber lass uns das dann auch noch natürlich aufgreifen in Gedanken. Die Kindheit interessiert mich auch von dir, liebe Marianne. Ich glaube, du bist nicht groß geworden bei den Eltern. Oh ja, schon bei meiner Mama. Mhm. Mein Vater war im Krieg. Aber ich habe eigentlich so eine ganz schöne Kindheit gehabt. Ich sage nicht arm und nicht reich. Mein Großvater war ein Wagner. Ein was? Ein Wagner. Ein Wagner? Ganz schlicht und einfach. Und das mag ich auch heute noch. Mhm. Also, ich habe als Kind, wie gesagt, ich habe Staunhäusl gebaut. Ich habe, also das heißt, ich bin an Tobi runtergegangen, heißt das bei uns. Und da habe ich so Stauden gebracht und dann habe ich mir einen Stecken nach dem anderen eingesteckt und habe mir da eine Heimat gemacht, eine kleine. Ich habe kirchiert. Da habe ich mich dann über gefreut, weil nach dem Kirchhirten habe ich dann, das heißt, Holunderbeersuppen gekriegt mit viel Rahm drauf. Also Holunder. Ja. Bärensuppe, ja, mit viel Rahm drauf. Und das war halt für mich, also bei uns hat es das daheim nicht so gegeben. Also keine Entbehrungen, sondern es war immer was zum Essen da? Ich bin unter sieben Tanten und ein Onkel bin ich aufgewachsen. Mhm. Meine Mama war die älteste von den 8 Kindern. Und ja, und ich bin halt, ich sage so, mitgerannt. Ja, ich habe nicht einen Kindergarten gehabt, ich habe nicht was gut, sondern die Erziehung gehabt. Ich habe in der Werkstatt mit da, ich habe zum Spülen Stegel gehabt, ja, und Sackschorten und eine Radampuppen. Mhm. Aber ich war glücklich mit dem. Also. Und hat man auf dich aufgepasst oder wart ihr Kinder euch selbst überlassen? Naja, ich sage so, ich bin halt oft durchbrennt. Und zwar zum Nachbarn in den Stall um und hab die Kühe zugeschaut, wie sie wieder gehaut haben. Oder ich bin in der Wiesen gelegen und hab die Käfer zugeschaut, wie sie da aufgekraxeln auf die Halme. Also eigentlich idyllisch. Ja, idyllisch. Für mich war es schön. Weil beim Fritz war das ja auch so. Heute kennt man ja Helikoptereltern, Rasenmähereltern, Satelliteneltern. Bei euch war weit und breit kein Satellit, gell? Gott sei Dank. Also, es hat natürlich seine Vor- und Nachteile gehabt. Erstens einmal der Nachteil war, wenn man sich mit jemandem angelegt hat als Kind und da einen größeren Bruder gehabt. Ja, da hat es dann anders ausgehen können, aber grundsätzlich waren wir frei unterwegs. Wir waren mehrere Buben in der Straße, so 8, 2 Mädchen, eine davon meine Schwester. War ab und zu auch kein Vorteil, weil meine Schwester war 1,5 Jahre jünger wie ich. Und wir Jungs wollten eigentlich die Mädchen nicht mitnehmen. Dann hat sie mir geheißen, Fritz, nimm mich mit. Ja, dann hat halt der Fritz laut Mama nachher dann meine Schwester mitnehmen müssen. Wir sind im Wald, wir sind herumgetobt. Hat natürlich auch einen Nachteil gehabt dann in der Volksschule. Die ersten 2, 3 Tage hat die Lehrerin eine große Herausforderung gehabt, diese Rasselbande nachher dann in der Klasse zu behalten. Pepe, ohne Handy kennen die Leute, wissen es gar nicht mehr, was anzufangen, gell?
Dieser Bildschirmmagnetismus, der heute ausgeprägt ist, das hat es vorher natürlich nicht gegeben. Vorher hat man sich, oder in meiner Jugend hat man sich müssen das Fernsehen selbst machen de facto und hat seine Spiele nachspielen, wenn man irgendein Buch gelesen hat, wie nicht du zum Beispiel den Cowboy und Indianer spielen hast, dann müssen halt den Bogen selber basteln und alles selber machen. Also. Du hast ja nichts gehabt. Ich meine, es war zwar kein Mangel, aber es war auch noch kein Wohlstand. Nicht? Wenn du noch einmal könntest, würdest du lieber jetzt auf die Welt kommen? Und also das quasi. Jede Zeit hat seine Herausforderungen und seine Größen, seine Stärken, naja, seine Schwächen. Manche Sachen, Andreas, sind ja jetzt deutlich besser. Also gerade der Umgang mit homosexuellen Menschen. Immer noch ist genug zu tun. Aber sagen wir mal so, vor 50 Jahren war das ein bisschen schwieriger, ne? Oder vielleicht vor 40 Jahren, gut, da bist du ja noch nicht so alt, aber wie du, jung warst, wie du jung warst, war es noch nicht so einfach mit Outing und so, gell? Richtig, es hat es nicht gegeben. Ich bin in Salzburg am Land aufgewachsen und da gab es sowas nicht. Mhm. Ja. Wie dann eben nach Wien gekommen bin, da habe ich zum ersten Mal dann gesehen, dass das existiert und nicht nur irgendwelche komischen Gefühle in mir, die sonst niemand hat. Also das war schon schwierig und natürlich, ich war in einem religiösen Umfeld, das freikirchlich war und da natürlich war das undenkbar. Ja? Also da ist Homosexualität ist gleich Sünde und das war das Ende der Diskussion. Und glücklicherweise kann ich sozusagen jetzt in einer Kirche sein, wo ich als das, was ich bin, als Mann in einer eingetragenen Partnerschaft, voll integriert bin und alle mit mir super zusammenarbeiten. Und auch die Familie steht ja jetzt hinter dir. Ne? Ja, die haben sich auch ein bisschen schwer getan. Also mit das Coming Out ist jetzt sehr spät gekommen, weil es eben so undenkbar war. Und die Familie hat natürlich einen absoluten Schock bekommen. Ja, weil das kann ja nicht sein. Wieso unser Kind? Ja? Was haben wir falsch gemacht? Alle die Fragen sind aufgekommen. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, du bist unser Sohn. Wir wissen jetzt was wir vorher nicht gewusst haben. Was ändert sich? Und so, weil die Familie in einem Umfeld ist, wo das eigentlich ja nicht geht, akzeptieren sie es. Meine Mutter hat was sehr Weises gesagt. Es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe, aber ich bin ja nicht allwissend, ich bin ja nicht Gott. Und man kann immer lernen, ne? Genau. Und dazu lernen. Weil wir jetzt so ein bisschen über die Kindheit und die Marianne gesagt hat, ich bin, ich weiß nicht, wie vielen Tanten und Onkeln groß geworden, ja, also eine Großfamilie, da lernt jeder sozusagen vom anderen, ja, und da muss man gar nicht so viel erziehen, ne? Ja. In Wirklichkeit. Ja. Weil heutzutage, und da möchte ich jetzt noch einmal zu Eva zurück, machen sich Eltern, du bist selber Mutter, ja, wie alt ist dein Sohn? Ein Jahr, am Freitag wird er ein Jahr. Na bitte. Ja. Da macht man sich viele Gedanken, wie erziehe ich das Kind? Früher sind die Kinder und du wahrscheinlich ein Stück weit auch mitgelaufen, weil dein Vater hat dich zwar alleine großgezogen, aber mit Hilfe auch von Tanten. Ja, natürlich, von der ganzen Familie. Italienischen Tanten, ja, deine Mama war ja Italienerin. Ja. Da bist du ja auch so groß geworden in einem großen Familienverband. Aber heute machen sich junge Eltern und auch meine Generation schon als Eltern viel mehr Gedanken. Ich habe schon vorher gesagt, beim Fritz, Helikoptereltern, Rasenmähereltern, Satelliteneltern. Ich würde fast gar nicht sagen, dass sich die Eltern heutzutage mehr Gedanken machen, aber ich würde sagen, es gibt mehr potenzielle Gefahren. Wenn man zum Beispiel ans Internet denkt, früher hat es das eben nicht gegeben, dass es Postings im Internet gibt, dass Nacktfotos versendet werden von Kindern, die was dann später dem Kind schaden. Das hat es damals tatsächlich noch nicht gegeben. Und da sind Ängste der Eltern heutzutage, die es einfach damals nicht gegeben hat und die aber so real sind, weil die einfach die Existenz des Kindes zerstören können. Und da würde ich sagen, gibt es einfach immer mehr weitere Gefahren. Und jetzt, wo ich selbst Mutter bin, sage ich, verstehe ich heutzutage Entscheidungen, die damals für mich getroffen worden sind, wie du darfst mit 15 nicht fortgehen. Ich meine, mit 15 habe ich gedacht, warum nicht? Ja. Heute denke ich mir auf keinen Fall. Mit 15, wohin willst du gehen? Und das sind so Sachen, die ich heute nachvollziehen kann. Und eben angesprochen auf diese Internet-Postings. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt eben Die Rechte aus dem Storchennest, wo einfach der Storch den Kindern die wichtigsten Kinderrechte erklärt. Zum Beispiel, was ist ein Kinderrecht? Zum Beispiel, also insgesamt gibt es 54 Artikel der UN-Kinderrechtskonvention. Und das weißt du so genau, weil du Juristin bist? Genau. Ich habe jetzt mein Jurastudium abgeschlossen und bin jetzt Juristin und eben auch Mutter. Und habe mir gedacht, okay, wie lässt sich das am besten vereinen, um einfach einen Mehrwert für die Kinder, für die Jugend, für die Erwachsenen zu schaffen? Und habe eben ein Buch geschrieben,
gemeinsam mit meinem Vater, der ebenfalls Jurist ist. Mhm. Also ich war da nicht alleine tätig. Und es ist ganz gut geworden und es kommt zum Glück gut an. Und vor allem kommt es bei den Erwachsenen, Gemeinden und Kindern sehr gut an, weil einfach, wir haben 8 Rechte uns ausgesucht. Und zum Beispiel das Recht auf Schutz der Privatsphäre ist in diesem Buch vertreten, dass es zum Beispiel nicht okay ist, Kinder am Strand zu fotografieren und diese Fotos ins Internet zu stellen. Und da finde ich es ganz schön, dass die Anwesenden auch so wunderbare Kindheit zum Teil gehabt haben, die was einfach noch rausgehen haben können, in der Natur mit den Kühen spielen und einfach die Natur zu erleben. Und da sehe ich schon, dass das heutzutage leider Gottes ein wenig zu kurz kommt, weil eben auch Fernseher, Handy und diese ganzen technischen Geräte einfach so im Vordergrund stehen, dass das leider Gottes wirklich oft zu kurz kommt. Wobei der Pepe, es steckt sehr viel Hoffnung in die jungen Menschen, gell? Naja, also wenn man sich anschaut, alle Menschen, die mit Jungen arbeiten, die haben ein positives Bild von der Jugend. Menschen, die nicht mit jungen Menschen arbeiten, haben ein negatives Bild. Woher kommt denn das? Wenn du dich ein bisschen mit den Jungen auseinandersetzt, dann ergibt sich die Hoffnung ja von selbst, die zeigt sich ja von selbst. Die Jugend ist ja immer die Zukunft gewesen. Also wie wir jung waren, waren die Zukunft von unseren Eltern, unsere Kinder und unsere Enkelkinder sind unsere Zukunft. Und wenn man sich auf sie einlässt und schaut, wie sie tun, was sie tun, mit welchen Möglichkeiten die sie jetzt haben, weil du angesprochen hast, die Gefahren, die da ein bisschen mehr wurden sind. Sie sind nicht mehr geworden, sie sind andere geworden. Genau, ja. Ja, also es ist eine andere Zeit. Aber andere Zeit. Du hast was sehr Interessantes gesagt, merkt er deine Worte? Ich möchte nur kurz, wenn man mit Jungen arbeitet, dann ist man eher toleranter oder versteht die Sorgen. Marianne, im Vorgespräch hast du gesagt, junge Menschen haben nicht mehr diese Disziplin und diese gute Erziehung, die du noch genossen hast als Kind. Also dieses Bitte, Danke, Grüß Gott sagen und einfach auch konsequent zu sein, fleißig zu sein. Ja. Das beobachtest du bei vielen jungen Menschen heutzutage nicht. Was ist da deiner Meinung nach schuld dran? Naja, es kommt schon aufs Elternhaus an. Ich sage jetzt einmal, meine Mutter zum Beispiel, da hat sie mir erzählt, hat gesagt, stell dir vor, heute war jemand da, das war ein Grammering. Grammering ist ein Kauffrau. Ja. Krämerin. Ja. Ja, passt schon. Und meine Mama hat immer was hergegeben. Die war so. Und dann hat dem Kind einen Apfel gegeben. Und das Kind hat nicht Danke gesagt. Das hat Mama gesagt, Danke heißt das. Und die Mutter hat gesagt, na, das zahlt sich aus wie ein Apfel. Okay. Und das meine ich damit. Also man schätzt das eigentlich gar nicht mehr. Früher ich habe mich gefreut auf die Hohle besuchen oder ich habe mich gefreut, wenn es irgendwas Besseres gegeben hat oder Gurken und ein Händel zu Ostern. Ja, das hat es nicht ein ganzes Jahr gegeben, ne? Und man hat sich da gefreut drüber. Aber worauf führst du das zurück? Nur auf das Elternhaus? Oder ist es vielleicht mitunter auch der Wohlstand? Ja, die ganze Konsumgemeinschaft, das ist alles, ich glaube, es ist alles für mich, ist alles übertrieben. Viel zu viel von allem. Ja, viel zu viel von allen. Und dann auch, ich denke mal, weil du gesagt hast von der Medizin, ich habe als Kind, nachdem ich ja überall drin und dran gewesen bin und sicher meiner Mama das Leben nicht leicht gemacht habe, aber da hat es nicht viel gegeben. Alles ist mit Schweineschmalz behandelt worden. Ja, ob ich jetzt, ich habe mir in den Kopf zum Beispiel, habe ich mir die ganzen Haare ausgerissen, weil ich in der Wangerei geholfen habe. Da habe ich nur herum die Rollen noch gehabt. Ja, da haben sie mir den Kopf mit Schweinschmalz eingeschmiert. Und die Haare sind gewachsen. Und die Geschichte einbunden und der Fall war erledigt. Oder ich habe einmal eine Grabe ins Knie eingerennt. Ne? Mhm. Das Loch ist mit Schweinschmalz eingeschmiert worden und fertig. Mhm. Also da hat es von keinem Doktor überhaupt keine Idee. Der Pepe. Kennst du das? Ja, so ähnlich kenne ich das auch, aber das ist wohl etwas, auf das ich gern verzichten kann. Naja, aber was stimmt ist, dass man früher vielleicht nicht so hysterisch war. Also, ich weiß nicht, wie dein Papa reagiert hat, wenn du als Einzige und Prinzessin, wenn dir was passiert ist, du hast ja zwei Pferderl auch noch gehabt. Ja, Nach wie vor. Also, ich bin schon sehr behütet und sehr beschützt aufgewachsen. Ja. Und ich glaube, dass man das, so wie man selbst aufgewachsen ist, zum Teil auch weitergibt. Weil ich merke es jetzt bei meinem Sohn, dass ich mir denke, okay, er kennt sich dort den Kopf anhauen und da. Und ich denke, dass es zum Teil natürlich, dass man versucht natürlich das Beste für sein Kind und man versucht ihn zu beschützen und zum Schauen. Ja, ich denke, eine gute Mischung macht es aus. Aber, wir haben zum Beispiel einen Annika-Schnaps, also einen angesetzten Annika.
und der brennt so richtig. Also man hat sich dann schon überlegt, ob man dieses Knie aufhaut oder ob man zu der Mama geht und sagt, du, ich hab da ein kleines Wunderl, weil die so gescheit brennt. Also, der wahre Schmerz war erst die Behandlung. Ja, genau. Besser verschwiegen. Da hat immer geheißen, pass auf, sonst kommt der Annika schon. Hans, würdest du gerne heute jung sein, mit all den Möglichkeiten? Dieses Thema habe ich mit meiner Frau des Öfteren besprochen, aber ich muss sagen, ich tät nicht tauschen. Ich möchte heute so alt sein, so alt ich bin. Ich hatte wirklich eine schöne Kindheit, da hat es überhaupt nichts gegeben. Erzogen haben mich in erster Linie die älteren Geschwister. Vater, Mutter hatten keine Zeit. Dann ging es nach unten. Wir hatten weder im Haus Strom, wir hatten weder Wasser an Hand aufzudrehen. Wir sind im Bachwasser mit Bachwasser aufgewachsen. Es wurde die Wäsche im Bach geschwemmt und gewaschen, ob Sommer oder Winter. Es gab keinen Kühlschrank, es gab keine Waschmaschine, es gab nicht einmal, wir haben Petroleumlampe haben wir gehabt mit Strumpf, das war die Helligkeit, und ich habe die Hausübung im Fenster gemacht, wo ein Kreuz drinnen war, mit Kerzenlicht. Das muss man sich einmal vorstellen. Als Kind von der Volksschule heimgekommen und im Winter, wenn es um 4:30 dann Fenster geworden ist, ja, du musst die Hausübung noch machen, weil du warst am Nachmittag Schlitten fahren, weil es so schön war draußen. Auch ich habe noch bei der Heuernte ein bisschen mithelfen müssen. Wir haben nicht einmal ein eigenes Haus gehabt. Nicht? Das war ja sozusagen ein Auszugshaus von einem Bauern, wo wir gewohnt haben, aus 1788. Aber wieder schön eigentlich, ne? Eine schöne Kindheit, eine gemütliche, wenn wir Weihnachten oder andere Feste gefeiert haben im Haus. Ich glaube, naja, entschuldige, das ist gerade ein ganz wichtiges Stichwort. Weihnachten war früher... Ja, nein, das war für uns Kinder, ja, wir wussten, die Kleineren mussten raus aus der Stube, es wurde der Christbaum geschmückt, wir sind Schlitten fahren gegangen, was anderes hat es nicht gegeben. Wir hatten weder Fernseher daheim, wir hatten weder ein Radio. Meine Mutter hat selber Brot gebacken und das nicht wenig. Wir hatten einen großen Backofen, da wurden 10, 12 Leib, alle 14 Tage, selbst daheim gebacken und gefertigt. Wir hatten Kletzenbrot daheim zu Weihnachten, und das schätze ich heute noch, wenn ich das zu Weihnachten eins bekomme. Ja. Und in meiner Kindheit ist mir eigentlich vom Essen her nie was abgegangen. Aber auch von der Wärme und der Geborgenheit ist dir, immer die Frage ist halt immer so, wie die Petra gesagt hat, verklärt man viel, weil einfach die Zeit vergeht und man auch Entbehrungen, Kälte, weiß nicht, wenn es da reinregnet und man zu viert im Bett liegt und dass man das halt einfach dann vergisst. Ja. Oder ist es halt wirklich so, dass es halt schön war? Ich glaube wirklich, dass man sehr viel verklärt. Und ich finde es toll, diese Geschichten. Ich sehe es ja auch in meiner Kindheit. Auch mit dem Kletzenbrot und so. Aber man verherrlicht es. Und wenn man die Möglichkeit früher gehabt hätte, frische Semmeln zu haben, hätte man sie nicht auch geschätzt und genossen? Es war halt nicht möglich. Ja, aber wenn er es gehabt hätte, hätte er es wahrscheinlich genossen und geschätzt, was heutzutage die Kinder vielleicht nicht mehr machen, weil sie, so wie die Marianne sagt, alles haben. Ich habe einen Apfel mitbekommen in die Schule. Das war's. Und die anderen, die was daheim ein Geschäft gehabt haben oder ein Kaufgeschäft oder eine Fleischerei, ja, das sind bei der Jausenzeit in der Schule faktisch, wenn die Leute rausgegangen sind am Gang und haben dann ihre Brote gegessen, die haben jetzt schon ein Wurstbrot gehabt. Oder sie haben sich Schokolade geholt von der Bäckerei, wo ich zugeschaut habe und habe heraus bei der Glasscheibe geschaut, was hast du denn du jetzt gekauft? Ja, das Marianne. War nicht möglich, darum sage ich. Aber das ist heutzutage doch auch so. Also es gibt Kinder, wo die Eltern viel ermöglichen können. Ich glaube, bei euch wird es sehr viel ermöglicht werden für deinen Sohn und so weiter. Und es gibt Eltern, die können das nicht ermöglichen. Also das mit dem, ich verstehe dich vollkommen, dass man beim Schaufenster hineinschaut und der kriegt Schokolade und ich nicht. Das ist halt genauso. Der eine kriegt Markenklamotten, der andere nicht. Aber ich finde zum Beispiel, man ist unter Druck. Die Kinder sind unter Druck und die Eltern sind unter Druck. Und das macht es eigentlich
sehr schwierig. Genau, und ich finde, in der heutigen Gesellschaft geht es uns ja zum Glück eigentlich allen sehr gut, dass die, die mehr haben, sollten eigentlich auf jene, die weniger haben, schauen. Unbedingt genau. Schauen und sich dreimal überlegen, das ziehe ich nicht mehr an, ich gebe das, ich spende das, weil es uns zum Glück heutzutage allen gut geht. Es muss keiner heutzutage mehr in ein Haus schlafen, wo es reinregnet. Und ich finde, zum Glück sind wir in der heutigen Zeit, dass man sagen kann, uns geht es allen gut, es wäre für jeden genug da, wenn man und das aufteilt. Ist das, wo der Bebe sagt, da sind die Jungen eh schon weiter, gell? Ja, es ist... Ich meine, Ariane wollte was sagen gleich. Ich kann ja einiges nachvollziehen, was da gesagt worden ist. Allerdings muss man auch feststellen, dass wir damals in einer Mangelgesellschaft gelebt haben und genau. Heute in einer Überflussgesellschaft richtig. Leben. Ja. Genau. Wir haben den Übergang von der Mangelgesellschaft in die Wohlstandsgesellschaft nicht geschafft. Genau. Das Einzige, was wir hinkriegt haben oder was unsere Generation hinkriegt hat, war die Wohlstandsverwahrlosung. Mhm. Wir sind in einer Wohlstandsverwahrlosung und da sagt man, die Kinder können keine Werte aber schätzen, weil wir sind dann keine Werte vermittelt haben. Unsere Generation, insbesondere die Leute in den 80er, 90er, 0er Jahren, das war ja der Höhepunkt der Wohlstandsverwahrlosung, kann man sagen. Und die haben ja einfach niemanden, den Kindern keine echten Werte weitergeben. Ob das jetzt das Begrüßen ist oder was auch immer das ist, ist ja vollkommen wurscht. Da ist man in seiner, wie die Made im Speck, in seinem Wohlstand verherrlicht und hat sich isoliert, mehr oder weniger, und gesagt, mir geht's gut, was soll ich noch? Das war jetzt interessant, weil ihr habt jetzt... Du meinst, es muss niemand mehr arm sein, weil man kann, und du hast jetzt geredet von den wohlstandsverwahrlosten Kindern, die auch nicht lernen. Die Gesellschaft, nicht die Kinder. Ja, genau, aber die Gesellschaft, die nicht lernen, eben die Werte, das Grüß Gott und das hast du jetzt gemeint. Ne? Genau, aber die Kinder schätzen das wieder mehr. Aber das zum Beispiel, dass sich die über die junge Generation ein bisschen umdenkt, es wird schon solche geben, die natürlich das neueste Auto haben wollen und ich weiß nicht, aber zum Beispiel... Secondhand, das Tauschen, da gibt es so Partys, wo die Mädels Gewand tauschen, gibt es ja bei den Burschen, aber weiß jetzt nicht, und so, das hätte es vielleicht früher auch nicht gegeben, weil das konnte es gar nicht geben, da hat man gar kein Gewand gehabt, nicht wirklich, ne? Weil ein paar Schuhe, bis man rausgewachsen ist. Ne? Ich bin vier Jahre in die Hauptschule gegangen mit einer Knickerbockerhose. Ist immer kürzer geworden. Die ist nicht kürzer geworden und nicht länger geworden. Ich bin ein bisschen größer geworden und bin auch heute noch nicht groß. Die Stutzen wurden gestopft. Wer stopft heute noch Socken? Wer stopft heute noch eine Bluse oder sonst irgendwas? Das gibt es heute nicht mehr. Wir sind die Wegwerfgesellschaft geworden. Bei uns zu Hause hat es nur an einem Sonntag Fleisch gegeben. Freitags sowieso nicht. In die Kirche in einem Sonntag oder einem Feiertag zu gehen, das war verpflichtend. Ich wurde katholisch erzogen. Das haben meine Eltern geschätzt und auch die Kinder. Es war einfach so. Das denkt auch der Andreas, gell? Dass die Werte verloren gehen oder dass es wichtig ist, Werte aufrechtzuerhalten, Rituale, die dazugehören. Richtig, also Solidarität war was in der Schulzeit völlig selbstverständlich war. Wir haben als Klasse immer extrem zusammengehalten. Heutzutage habe ich das Gefühl, die Kinder werden dazu erzogen, natürlich auch durch die Medien und durch die Werbung. Sie müssen hervorstechen und nur auf sich schauen und nicht auf die anderen. Also ob es Solidarität oder ob es Nächstenliebe nennt, wie es natürlich im Christlichen natürlich noch ein bisschen weiter gefasst ist, das fehlt mir schon zum Teil. Ja, also jeder gegen jeden mit den Ellbogen. Ich erlebe schon, vor allem innerhalb der Kirche natürlich schon auch anders, dass die Leute zusammenhalten, dass man sich umeinander kümmert, dass man sich umeinander sorgt. Das sollte wieder mehr kommen. Vielleicht haben wir eine Chance jetzt durch diese Pandemiesituation, dass die Leute wieder nachdenken, was ist mir eigentlich was wert? Was machen die anderen Leute rundherum, von denen ich jetzt getrennt sein muss? Ich möchte mit den anderen wieder was gemeinsam machen. Vielleicht ist das eine Chance, dass wieder was zum Guten sich verändert. Dabei finde ich, heutzutage gibt es viel mehr Akzeptanz, wenn man zum Beispiel denkt, du bist homosexuell, das ist ganz normal heutzutage, das ist egal, das ist so am Rande eine Information, die den Menschen heutzutage natürlich ausmacht, weil das seine Sexualität ist und seine Identität, aber das ist heutzutage nichts Schockierendes mehr. Für euch Junge ist das... Nein, das ist für uns... Auch für mich nicht. Also ich lebe das mit der Gesellschaft nicht. Was soll es ja sein? Es sollte jeder bitte so leben können, wie er möchte. Genau. Egal was ist, hauptsächlich die Menschen vertragen sich und haben sich gern. Also das schockiert mich heutzutage nicht. Ja, du bist reingeboren in eine Zeit, wo du dir
quasi, wo das irgendwie okay ist und akzeptiert ist. Aber, es sollte so sein. Und früher, natürlich damals hat ist das ja auch, es ist ja auch gut, dass das heute so gelebt werden darf. Warum? Weil früher war alles versteckt. Und verboten. Und verboten dazu. Ja. Und teilweise auch unbewusst. Und zu den Werten noch gesagt, meine Eltern haben mir das eingetrichtert, haben immer gesagt, Bur, sag der eins, bitte und danke zu sagen, das kostet nichts. Das stimmt, aber lass uns noch kurz, weil wir jetzt geredet haben, Homosexualität, also das ist heutzutage kein Problem mehr, führt mich zu einem Gedanken, die neuen Liebes- und Lebensmodelle. Also zum Beispiel, du bist liiert, ihr lebt sozusagen in, unter Anführungszeichen in wilder Ehe. Genau. Ja, hat es früher auch gegeben, aber eigentlich hat man geheiratet. Man hat ein Kind gekriegt und hat geheiratet. Ganz genau. Und aber was ich sagen will, eben als Juristin, gibt's im Gesetz gibt's keine Definition, was genau die Familie ist. Und daraus lässt sich ja schließen, dass Familie das ist, wo man sich wohlfühlt, wo Kinder aufwachsen in einem schönen Umfeld, in einem sicheren, geliebten Umfeld. Und ich muss sagen, ich bin zum Glück in einer Zeit jetzt groß geworden, wo das egal ist, ob zwei Frauen, zwei Männer, wurscht in welcher Konstellation, es wird geschaut, dass das Kind schön und sicher aufwächst. Dein Vater hat dann keine neue Partnerin mehr? Nein. Bis heute nicht? Nein. Ja, vielleicht hat er eine gehabt und ich weiß es nicht, aber er hat den Gedanken verfolgt, dass er gesagt hat, ihm ist wichtig, dass es mir gut geht und er wollte nicht, dass ich dann zum Beispiel eine neue Frau kennenlerne und dann funktioniert es vielleicht nicht und dann erlebe ich vielleicht noch einmal diesen Verlust. Ja. Und was macht dein Vater beruflich? Mein Papa ist Unternehmer. Was? Der ist Rauf- und Kehrermeister. Okay. Ja. Das heißt, ihr habt das Glück gepachtet? Ja, wir haben das Glück gepachtet. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Also wir kommen, also ich komme aus einem ganz normalen Handwerksbetrieb und ich bin sehr stolz drauf. Und ja, also das. Und du arbeitest auch in dem Betrieb jetzt? Ja, genau. Aber du bist kein Rauchfangkehrerin? Nein, ich bin keine Rauchfangkehrerin. Wir haben zum Glück ganz tolle Mitarbeiter, die das machen. Mein Papa ist natürlich nach wie vor im Geschäft und ich bin aber im Büro tätig. Ja. Und mache das sehr gern. Und Eva, jetzt bist du liiert, sehr glücklich, alles gut. Aber rein theoretisch könntest du auch Polyamor leben. Natürlich. Da kann er was sagen. Marianne, kennst du das? Ja, ich denke mal, so im Groben kenne ich es. Ich habe mich eigentlich nie mit dem befasst. Das bedeutet, mehrere zu lieben. Ja, ja. Also nicht nur einen. Zum Beispiel, was, bist du verheiratet? Gewesen. Also du hast sozusagen nicht nur deinen Mann gehabt, sondern auch weitere Männer. Aber offiziell, das hätten die anderen wissen dürfen, dein Mann auch. Du hättest halt, wäre das interessant gewesen? Nein, ich weiß nicht. Es hat man auch dort gar nicht so kennt. Ja. Oder zum Beispiel, Marianne, eine offene Beziehung. Also, du bist mit einem Mann verheiratet. Ja. Das kannst du immer noch haben. Und du hast nebenbei, du darfst andere haben und er darf andere haben. Nein, das ist nicht. Also damals war das einfach nicht so. Heute ist das so. Heute ist das so, ja, sollen sie es machen, wenn sie wollen. Aber es hat es damals aber auch schon gegeben, nebeneinander. Also ja, schon, aber da sind wir wieder nicht in einer Verherrlichung, wo ich einfach sage, es hat doch früher auch, man hat seine Verhältnisse gehabt. Stimmt, früher war es vielleicht unter diesem Aspekt der Bessere, der was die schönere Hose oder das Sakko anhat, das ist der Vater des Kindes. Aha. So war es früher. Und dann wurde geheiratet. Was? Ach so. Aber lass mich noch kurz bei dem Thema bleiben. Barbara, du setzt dich auch für sozusagen neue Beziehungsformen, zum Beispiel Freundschaft plus. Genau. Erklär das der Marianne. Eine Freundschaft plus Beziehung. Basiert auf eine Freundschaft mit Sex. Aha. Also das heißt, man hat Sex mit dem besten Freund? Sozusagen, ja. Und lebt aber nicht mit ihm zusammen? Richtig. Das hattest du? Das hatte ich, ja. Na und? Hast aber nimmer mehr, ne? Habe ich nicht mehr, weil wenn sich einer von den beiden verliebt, ist es leider vorbei. Und du hast dich verliebt? Ja. Oje. Und seid ihr noch in Kontakt? Jetzt wieder. Ohne Sex? Ja. Aber du hoffst, dass vielleicht wieder was wird? Nein. Aha. Jetzt hat eine Freundin. Du warst lange verheiratet und dann ist dein Partner verstorben. Ja. Jetzt, das ist natürlich ein großer Schock, ein großer Verlust. Und dann hast du umgedacht. Warum? Also du wolltest dann nicht mehr dieses
quasi herkömmliche, konservative Liebesleben leben? Genau, mir war in dem Moment die Karriere wichtiger. Also ich habe mich weitergebildet in verschiedenen Bereichen. Ich bin Personalvertretung, ich bin im Gemeinderat. Mhm. Also ja, mir war der Aufstieg, für mich war der wichtiger als eine Partnerschaft. Okay, aber dann hättest du ja trotzdem wieder einen Mann kennenlernen können. Und natürlich. Mit ihm eine herkömmliche Beziehung leben, so wie man es heute kennt. Ja. Aber du hast gesagt, nein, ich will das anders haben. Nein, ich will keinen Partner mehr 24 Stunden betreuen, nein. Na gut, du könntest dich betreuen lassen. Also du möchtest nicht mehr mit einem Partner unter einem Dach leben. Richtig. Wie haben denn die Freunde und Familie reagiert auf deinen Wunsch? Weil du hast eigentlich offen das ausgesprochen. Mein Vater hat ein kurzes Kopfnicken. Also der hat das wirklich nicht verstanden. Also Freunde haben gesagt, ob das gut ist, das musst du selber entscheiden. Also es war wirklich, ja, nicht wirklich ganz klar. Also, ja. Was glaubst du, warum es immer mehr Scheidungen gibt? Es gibt, naja, warum gibt es immer mehr Scheidungen? Wie in jeder zweite Ehe? Ja, man braucht nur in die Singlebörsen schauen, was sich da abspielt. Und da sind viele verheiratete Männer und viele verheiratete Frauen drinnen. Mhm. Das ist ganz schlimm. Und das ist eigentlich, die letzten Jahre ist mir das relativ oft aufgefallen, ja. Jetzt ist es genau das, danke vorerst, Barbara, was die Petra sagt. Das hat es immer schon gegeben. Nur jetzt ist es so, dass halt scheinbar das offener gelebt wird oder heimlich, halbheimlich. Ne? Es wird offener gelebt und man kriegt es eher mit. Also wie du gesagt hast, also man kriegt es in dieser Singlebörse mit. Ah, den kenne ich ja, der ist ja schon verheiratet, so ungefähr. Man lebt es offener. Ich würde nicht sagen, dass die Gesellschaft, das sage ich absolut nicht, dass die Gesellschaft halt roher geworden ist oder egoistischer. Früher hat es das genauso gegeben, nur ist es nicht so medial hinübergekommen. Da hat man das ja nicht mitgekriegt mit Partnerbörsen. Aber Petra, früher waren schon gerade die Frauen eher in einem Korsett. Ne? Du bist schwanger geworden, hast den Mann geheiratet, hast ihn vielleicht gar nicht so geliebt, das war halt das erste Mal. Es hat keine Pille gegeben und dann warst du einfach verheiratet und mitunter auch abhängig. Heute ist es schon deutlich anders. Also gerade für Frauen ist es anders. Ne? Ich bin Paradebeispiel. Ich meine, ich bin Leiterin von einem Sakralmuseum. Das hätte es vor vielen Jahrzehnten nicht gegeben, dass eine rothaarige Frau noch dazu das machen kann. Also es hat sich sehr viel geändert. Aber Fritz, ist das gut, dass heutzutage so alles möglich ist? Also speziell im Hinblick auf Familie, Tradition, also christliche Werte? Meines Erachtens grundsätzlich ja, aber es sollte schon ein Geländer geben oder so ein bisschen so wo man sich anhalten kann. Das ist für mich schon ein bisschen verloren gegangen. Diese Pfeiler zu sagen, wie gehe ich mit anderen Menschen um, Treue, ja, zusammenhalten und auch wenn es einmal nicht so gut geht oder es passiert halt einmal was, probiere es trotzdem noch. Und das ist für mich schon ein bisschen so verloren gegangen. Man bewegt sich viel offener, viel freier, was ja grundsätzlich nicht Schlechtes ist. Aber teilweise in meinem Bekanntenkreis bekomme ich dann schon mit, dass halt dann schon relativ rasch einmal die Trennung vorangestellt wird. Und das finde ich Wie denkst du über Regenbogenfamilien, über Adoptionen von gleichgeschlechtlichen Partnern? Also was Adoptionen betrifft, also da bin ich sehr offen, weil ich selber eine Tochter adoptiert habe. Ja. Aber bist du auch dafür, dass gleichgeschlechtliche Paare adoptieren? Genauso. Für diese Dinge bin ich alles offen. Aber offene Ehe eher nicht, ne? Nein, also sage ich gleich mal nein, weil ich kann mir es bei meiner Frau nicht vorstellen. Und ich glaube, umgekehrt spricht man darüber, macht vielleicht einmal einen Scherz drüber. Wieso lacht der Pepe? Ja, weil es, wie sie halt sagt, ein sehr verklärtes Weltbild ist und in der Vergangenheit einfach sehr viel Falschheit und Verlogenheit dahinter steckt. Wo? In diese Beziehungsdrama, in den Beziehungskisten. Früher oder jetzt? Früher. Jetzt wird es diverser, diversifizierter, es gibt verschiedene Reformen. Man fängt schon langsam an, damit offen umzugehen. Ja, und dafür, aber wir fangen erst an damit. Viele Leute tun sich ja noch extrem schwer damit.
Und ich bin ein Verfechter der Freiheit. Und wenn ich einem anderen Menschen die Freiheit gönne und gönnen möchte, dann muss ich Freiheit in allen Beziehungen und in allen Variationen und in allen Seiten gönnen und gönnen wollen. Du bist ein bisschen Hippie, gell? Ein Hippie. Ja, also wenn ein Mensch, der freiheitsliebend ist, als Hippie bezeichnet wird, dann ja. Ja. So, dann gern. Ja. Das ist ja nichts Schlechtes, ne? Ja. Liebe und ja. Ja. Love, Peace. Ja. Wie pflanzen wir uns weiter? Mit Liebe oder mit Gewalt? Oder? Ja. Hans. Ja, ich habe 12 Geschwister, davon waren 11 verheiratet. Alle Ehen haben gehalten bis ins hohe Alter. Keine Schwester, kein Bruder in einer Scheidung. Ich selbst bin heute noch verheiratet und glücklich mit meiner Frau Sieglinde. Sie hat mich durch das Leben getragen. Ich darf das sagen. Und ich muss auch sagen, wir sagen eigentlich jeden Tag Danke, dass wir einen schönen Tag hatten. Und wir gehen nicht in Streit tagelang durch die Gegend. Das gibt es bei uns nicht. Es gibt auch Höhen und Tiefen, das ist ganz klar. Auch Rückschläge. Aber dazu hat man ein Gespräch zu führen. Man spricht sich aus und nächster Tag ist wieder anders. Glaubst du, dass am Ende des Tages wahrscheinlich alle die so offen leben oder auch wie die Barbara im Publikum gesagt hat, mit Freundschaft plus, in Wirklichkeit sich danach sehnen, nach so einer Beziehung? Nach einer monogamen, also quasi ein Partner bis sonst. Ich persönlich lebe mein Leben so weiter, solange meine Frau bei mir bleibt. Und ich glaube auch, ich kann davon schon sprechen, dass es nicht meine Welt wäre in anderen Beziehungen. Also wenn deine Frau jetzt heute am Abend sagt, hörst du ein bisschen so probieren, würdest du sagen, nein. Ich wäre nicht so. Nein, für solche Sachen eigentlich nicht. Dazu bin ich zu christlich erzogen worden. Dazu bin ich eigentlich den Weg gegangen, wo ich gesagt habe, heiraten, wir bleiben beieinander und wir haben unser Weltbild so gelebt. Aber findest du gut, dass das heutzutage möglich ist? Ja, da habe ich nichts dagegen. Der Mensch soll sein Leben so gestalten, wie er glaubt, dass es richtig ist für ihn. Und du machst auch keine Sorgen der Kinder wegen? Nein, ich könnte ja auch nicht sagen zu meinem Sohn zum Beispiel, wenn der halt eine andere Richtung gehen würde. Er geht sie Gott sei Dank nicht. Aber du sagst Gott sei Dank. Ja, weil ich an und für sich die Werte hoffentlich so weitergegeben habe, aber man kann nie sagen, wohin ein Kind oder wohin ein Mensch geht. Ich verstehe sein Wesen genauso gut wie meins oder wie von den Kollegen oder Kollegen. Würdest dein Kind nicht verstoßen, wenn er einen anderen Weg gehen würde? Absolut nicht. Im Gegenteil. Ne? Genau. Ich würde Hilfe anbieten. Das täte ich nie. Und was hat also ich glaube, dass viele Paare einfach heutzutage so alleingelassen sind. Bei dir ist Eingebundenheit in eine große Familie. Ja, wenn es einmal einen Krach gibt, dann kann man sich mit jemandem ausreden. Das hilft und das ist bei vielen nicht mehr da. Und ich glaube, dass wenn man einfach nur im Streit ist und man hat niemanden, der da irgendwie helfen kann, vermitteln kann, dann geht es auseinander, weil man keine andere Möglichkeit hat, aus diesem Konflikt rauszukommen. Ich meine, was halt auch ist, am Anfang der Sendung hast du schon gesagt, eben die sozialen Medien und man zeigt Kinder. Man zeigt aber nicht nur Kinder, man zeigt auch sich selber. Also da gibt es so, wer wäre früher auf die Straße gegangen und hat gesagt, ich habe jetzt gerade einen Apfelstrudel gemacht, dann habe ich gegessen und dann habe ich noch das und das. Na, kein Mensch. Ne? Und schon gar nicht irgendwelchen Wildfremden, was man ja sozusagen in den sozialen Medien ja macht und zeigt. Also wir werden alle gläsern ein Stück weit. Ja. Absolut. Also dieses Internet, das bietet natürlich ein breites Spektrum an Personen, die sich auf einmal ein Bild von dir machen können. Dann sagen sie, bezogen auf den Apfelstrudel, er schaut nicht gut aus und wir werden den essen. Und manche sagen, super, lecker, gib mir das Rezept. Ja. Also man bietet sich eigentlich so an und irgendwo, wie soll ich sagen, irgendwo weiß ich nicht, ob das allzu positiv ist, sich selbst so zu offenbaren im Internet, dass so viele Leute sich ein Bild von dir machen können. Oder auch Meinung kundzutun. Weil zum Beispiel, du bist heute Unternehmerin sozusagen, Juristin, aber wer weiß, vielleicht bist du in 10, 20 Jahren Politikerin zum Beispiel. Genau. Dann können die stöbern in deiner Vergangenheit, dann würden sie zum Beispiel entdecken, dass du viel Lacher Faschingsprinzessin warst, was ja lustig ist und was der Vita ja gut tut, aber vielleicht auch andere Sachen finden und sagen, damals hast du das gepostet. Genau, und sie können ja gewisse Sachen so auslegen, was vielleicht völlig aus dem Kontext gerissen wurde. Und dann sagen sie, okay, und du hast diese Einstellung, das passt nicht. Und da muss man einfach
genau aufpassen, wie man sich präsentiert und was man vor allem preisgibt. Es ist super, wenn man das alles kann und wenn man sich auskennt. Ja, ja, ich habe zum Beispiel schon einen Kurs gemacht, jetzt wieder beim Handy, aber ich habe leider die Aufgaben nicht zu Hause gemacht. Jetzt kenne ich mich wieder nicht aus. Ne? Du, ja. Was hast du beruflich gemacht, Marianne? Ja, ich bin also zuerst Verkäuferin gelernt und dann habe ich Externistenmatura gemacht. Dann habe ich Ausbildung gemacht als Religionslehrer Volksschule, Religionslehrer Hauptschule, dann Englisch, Zeichnen. Wahnsinn. Und dann habe ich noch selber so Humanwissenschaften ein bisschen. Und ja, seit ich. Und hast du als Englischlehrerin dann auch gearbeitet? Ja, ja, habe ich auch. Aber zum Beispiel habe ich es gebraucht in Uganda, in Bangladesch, in Uganda zum Beispiel unterrichtet in Englisch. Ne? Uganda war's? In Uganda, ja, ja, ja. Da habe ich als Gastlehrer unterrichtet. Schau, Bangladesch? Ja, das Bangladesch aber, haben wir ja. Seit 1900, Moment, nein, Blödsinn, seit 2002 ständige Verbindung. Ich habe erst vor einigen Wochen Wasserrohre gekauft, damit es Arsen, die haben so viel Arsen im Wasser. Und da habe ich immer einen Hilferuf gekriegt. Aber gell, die Menschen, die leben ein bisschen so, wie der Hans als Kind, ne, gelebt hat. Ja, Menschen, ja. Ja. Ich müsste nur sagen, fahrt hin und schaut euch das an. Ja. Ich meine, gereist sind Menschen auch vor 100 Jahren. Ne? Ja. Aber sagen wir mal so, die Welt wird kleiner. Ja, viel also kleiner. Man erfährt schneller, was ja. auf der Welt passiert. Ja. Ja. Und mitunter braucht man auch ja. das Wissen. Also auch das ja. hätte es früher vielleicht nicht gegeben. Und Petra ist vielleicht jetzt von ja. Vorteil, ne? Dass man ein bisschen so... Ja, früher hat man einfach nicht gewusst, was passiert, nicht einmal im Nachbardorf oder in einem Nachbartal. Ja, genau. Und heutzutage kriegt man alles aufbereitet und ist informiert. Richtig. Und das ist auch gut so. Man kann es, lieber Martin, positiv und negativ sehen. Ne? Was es früher gegeben hat, was vielleicht besser war, wie die Petra gesagt hat, früher war nichts besser, wir sehen das alles verkehrt. War früher irgendwas besser? Ob es besser war oder nicht, muss jeder für sich selbst sehen. Aber eine Erklärung oder ein Erklärungsmodell ist, dass wir uns natürlich viel lieber an schöne und positive Dinge erinnern, weil die auch ein gutes Gefühl in uns auslösen, als an Dinge, die negativ und bedrückend und schlecht waren. Und wenn wir uns an die positiven Dinge erinnern, die ein schönes Gefühl auslösen, dann lernen wir auch, dass alles, was zeitlich dort dabei war und dazugehört hat, auch positiv ist. Das gehört für uns alles zusammen. Ob das tatsächlich so ist oder nicht, das stellt sich nicht die Frage, sondern es wird so gefühlt. Aber Werte im Allgemeinen sind ganz wichtig für Menschen als Orientierungspunkt. Und wir dürfen nicht vergessen, das Wertesystem passiert uns ja nicht. Das hat ja eine Jahrhunderte, wenn nicht vielleicht jahrtausendalte Tradition. Und unser Wertesystem hier in Österreich, wo wir leben, ist sehr, sehr stark religiös geprägt. Vor 100 Jahren hat der Priester in der Kirche gesagt, was ist richtig und was ist falsch. Und so wurde das gelebt und übernommen. Und jetzt wissen wir seit vielen Jahrzehnten, dass der Zustrom zur Kirche sinkt und dass die Leute mehr und mehr versuchen, sich eigens ein Wertesystem zu suchen. Und das kann jetzt vor allem dadurch sein, dass ich schaue, mit wem identifiziere ich mich? Wer gefällt mir? Wer beeindruckt mich? Und ich übernehme seine Meinungen, ich übernehme seine Haltungen und damit auch seine Werte. Oder ich versuche selbst ein Stück weit mir zu überlegen, was ist mir wichtig und was ist mir weniger wichtig. Und das kann mal besser klappen, mal schlechter klappen, ist leichter oder ist schwerer. Und so kommt es zu einer großen Heterogenität in diesen Werten, wo jeder ein bisschen etwas anderes sieht. Ob das gut ist oder nicht, das muss vielleicht jemand anders beurteilen. Aber gerade was die sozialen Medien anbelangt, wenn du jetzt sagst, jeder kann sich sein eigenes Bild machen, Stichwort Fake News oder wie die Eva gesagt genau. hat, die Kinderrechte, das hat uns ein bisschen überrollt wie ein Tsunami. Wir sind zu schnell wahrscheinlich mit der Technik jetzt mitgewachsen, dass wir gar nicht wissen, was in 30 Jahren gut oder schlecht war, möglicherweise. Ne? Naja, Jahrhunderte hat es ein Weltbild der Kirche gegeben. Und seit wann gibt es Internet? Seit 30 Jahren. Ja, also nicht einmal noch eine Generation. Und die Welt dreht sich momentan auch sehr schnell. Und die Globalisierung, vor einigen Jahrzehnten, haben wir gerade auf der Bühne gehört, man hat nicht einmal gewusst, was im Nachbardorf passiert. Ein paar Jahrzehnte später wissen wir, was auf der ganzen Welt passiert. Und das mehr oder weniger ein
Echtzeit sofort von einer Sekunde auf die andere. Und damit muss man mitwachsen. Mit diesen Herausforderungen gilt es, dass die Personen, die Gruppen von Menschen, aber auch die gesamte Gesellschaft damit lernt, umzugehen. Und ob jetzt Handy gut oder Handy schlecht, das liegt am eigenen und am persönlichen. Werteverlust. Ja, diese Werte gehen verloren, aber woher kommen die? Vielleicht auch aus einem sehr, sehr autoritären System. Wenn wir an Kaiserzeit denken, da gab es ganz, ganz starre Hierarchien. Und wenn der Obere sagt, so geht's nicht, dann muss der Untere guschen. Und das sind Dinge, die sich Gott sei Dank aufgelöst haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt ohne Werte leben. Wir leben mit vielleicht selbst kreierten Werten, wir leben mit sehr vielleicht rasch wechselnden Werten. Aber ich glaube, dass auch jetzt vielleicht Werte da sind, die manche Menschen als nicht so zielführend, nicht so gut erachten, aber dass es trotzdem solche Einstellungen und Haltungen gibt. Verlangen in diesen Zeiten manchmal neue Antworten nach den Alten, nach dem Althergebrachten? Also orientiert man sich dann trotzdem gerne nach alten Dingen, weil man sollte... Naja, eine Herausforderung heißt für einen selbst, ich muss nach Lösungen suchen. Und wir suchen nach Lösungen in Situationen, die uns sehr vertraut sind. Genau. Ja. Ja, und vieles mit Werten hat natürlich unsere Erziehung zu tun. Und wir hören sie auch hier auf der Bühne, dass viele Gäste erzählen, damals in der Kindheit wurde dies oder jenes vermittelt und 50, 60, 70 Jahre später ist das nach wie vor noch immer etwas ganz, ganz Wichtiges. Das heißt, deswegen hängt man auch gerne an diesen alten Dingen, weil man die so tief gelernt hat, weil man die so innerlich trägt, dass man vielleicht Sorge oder Angst hat, wenn ich es jetzt anders mache, vielleicht komme ich zu einem anderen Ziel, vielleicht werde ich unsicher, vielleicht entgleitet mir mein Leben. Deswegen bleibe ich lieber an den alten Dingen hängen, wo ich weiß, es funktioniert. Vielen Dank, lieber Dr. Martin Fehlinger. Danke euch allen fürs Kommen. Alles Gute, bleibt gesund. Ich habe einen schönen Spruch gefunden und habe jetzt, während ich mit dem Herrn Fehlinger geredet habe, ein bisschen nachgedacht. Generationen reden verschieden und handeln gleich. Da ist ein bisschen was dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und hoffentlich machen es die Jungen ein bisschen gescheiter und ein bisschen besser. Danke fürs Zuschauen. Ihnen brennt so viel auf der Zunge und Sie brauchen nur die Gelegenheit, darüber zu reden? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und rufen Sie uns an unter 0900 91 00 98.